www.thebeatsofmetal.com. Alles okay? Ich verstehe einfach nicht, wie du immer noch dieses Zeug in dich reinstopfen kannst. Dieses Zeug? Das ist ein guter Burger. Ordentlich Fleisch, dreifacher Käse, Salat, einwandfrei. Das nennst du Käse? Weißt du eh, dass nur Enzyme und Chemie ist. Mit dem einzigen Ziel, dass nach Käse schmecken soll. Und selbst das kann er nicht. Ja, das stimmt so nun auch. Also das ist ein Teil von meinem Studium. Und ich glaube, ich weiß das besser als du. Was studierst du denn? Wie man Käse bastelt? Nein, ich studiere Food Biotechnology. Und sowas lerne ich im Studium. Und nur weil da Enzyme im Käse sind, heißt es noch lange nicht, dass der Burger ungesund ist oder auch ungenießbar. Ganz im Gegenteil, Enzyme sind dazu da, um das Lebensmittel auch genießbarer zu machen. Und auch so, wie du es magst. Und wie ist es bei meinem laktosefreien Eis? Wenn du wüsstest, wo überall Enzyme drin sind, wären deine Vorurteile auch deutlich begrenzter. Enzyme sind ja mittlerweile in fast allen Nahrungsmitteln zu finden. Sei es Brot, Schokolade, jegliche Milchprodukte, Gemüse oder zum Beispiel auch mein Käse und dein Eis. Aber nur weil man etwas zum Lebensmittel hinzugibt, muss das ja noch lange nichts Schlechtes sein, auch wenn das viele gerne denken. Enzyme sind zum Beispiel dann dafür zuständig, dass Schokolade ihre Form behält, Brot auch noch nach einer Woche genießbar ist oder machen es überhaupt möglich, dass du ein laktosefreies Eis essen kannst. Hergestellt werden diese Enzyme abgesehen davon nämlich ganz natürlich von Mikroorganismen. Diese werden kultiviert und die Enzyme mehr oder weniger isoliert. Und dann können die Enzyme in der Produktion eingesetzt werden, damit wir jetzt hier sitzen und unser Essen so genießen können, wie wir es kennen. Meinetwegen, Enzyme sind nicht schlecht, toll finde ich den Käse trotzdem nicht. Ja, das ist Geschmackssache. Also ich esse ihn. Ja, was machst du dann später mit deinem Wissen über Lebensmittel und Enzyme? Ja, da gibt es viele Bereiche, gerade in der Lebensmittelindustrie, auch in der Gesundheitsbranche. Für gesunde Lebensmittel, da sucht man Leute mit solch einer Ausbildung. Das ist kein Problem. Ja, da gibt mir halt auch noch ein bisschen.